Es war mein schwierigster Fall. Im Großstadtlärm und unter dem Einfluss von billigem Scotch konnte ich keinen klaren Gedanken mehr fassen. Das Leben vor meinem Fenster ging seinen Lauf, während mich diese Gedanken plagten, und ich kam nicht umhin, wieder und wieder aus eben diesem Fenster zu blicken, in die Schluchten der gigantischen Großstadt. Und immer wieder stellte ich mir diese eine Frage. Wieso finden eigentlich alle Leute Siberia so ein wahnsinnig tolles Spiel? Alles gute Spiele, aber ich vermisse King's Quest, The Book of Unwritten Tales und Siberia. OMG, didn't finish Siberia, it's the best game Siberia? Ever. Ach ja, Siberia ist auch ein tolles Adventure. OMG, he hasn't finished Siberia. Siberia 1 and 2 are like God's impounding click industry. I'm sorry, but you suck. Yes, I do. Hashtag am Arsch ein Herpes. Wieder und wieder und wieder habe ich sowas in der Richtung gehört. Siberia schien das absolut ultimative Überadventure zu sein. Ein Meilenstein in Sachen Atmosphäre und Rätselqualität. Natürlich wollte ich es nicht zu lange aufschieben, dieses Spiel endlich zu spielen. Und als ich es endlich gespielt habe, dachte ich mir... Wow, echt jetzt? Aber mal von vorne. Das Spiel handelt von der amerikanischen Anwältin Kate Walker, die gerade rechtzeitig zur Beerdigung der Großindustriellen Anna Vorarlberg kommt, die bis zuletzt im verträumten europäischen Örtchen Valladolid Spielzeugroboter hergestellt hat. Kates Auftrag ist es, den Aufkauf der Spielzeugfabrik durch ein amerikanisches Unternehmen zu betreuen. Allerdings stellt sich heraus, dass Annas längst tot geglaubter Bruder Hans Vorarlberg unter Umständen noch am Leben ist. Kate muss den Spuren der Vergangenheit folgen, um Hans zu finden. Bis hierhin, wow! Was für eine großartige Story, um in ein Adventure einzusteigen. Doch dann zeigt sich das erste Problem. Es fehlt eine Handlung und es fehlen logische Verknüpfungen. Im Folgenden läuft Kate einfach auf gut Glück durch die Welt, macht dies, macht das, sucht mal diesen, mal den anderen Schlüssel und stolpert von einem Random Encounter in den nächsten. Spätestens als ich es in die Barockstadt geschafft habe, war es mir schon vollkommen egal, worum es eigentlich ging. Ja, die Handlung und auch die Rahmenhandlung und Vorgeschichte werden durch Briefe und kleinere Zwischensequenzen dargestellt, da ist aber so wahnsinnig wenig Leben dahinter, dass ich als Spieler gar nicht mitfiebern kann. Ich sehe nur zu, wie die Story sich offenbart, aber ich fühle nicht mit. Auch ein positiver erster Eindruck, die Atmosphäre. Die Spielatmosphäre ist ungewöhnlich für ein Point-and-Click-Adventure. Sehr ruhig, schwelgerisch, fast schon melancholisch. Valladolid verströmt die Trauer, die die Bevölkerung für den Verlust der großen Anna Vorarlberg empfindet. Doch dann zeigt sich das zweite Problem. Es ist echt fast nur grau in grau. Super, mehr habt ihr nicht drauf. Was anfangs also stylisch wirkt, entpuppt sich schnell als mittelmäßiger Versuch. Und von den Farben mal abgesehen, diese gerenderten Hintergründe sahen damals schon schäbig aus. Zudem, findet da mal alle relevanten Hotspots. Viel Spaß! Dazu kommt dann noch die Hintergrundmusik. Beim ersten Mal hören denke ich noch, ach Mensch, schön. Beim zweiten Mal, ja. Beim dritten und vierten Mal schon, naja gut, wenn's sein muss. Ab dem fünften Mal höre ich nur noch das hier. Na, 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 na. Sie nervt und sie wechselt zu selten und man wird sie nicht los und sie nervt. Schlimmer ist die Nintendo DS-Version, da dudelt dieses Grauen das komplette Spiel durch. Aber gut, wenn das Spiel wenigstens Charakter- und Story-fokussiert ist, soll's mir recht sein. Und nun sehen Sie die Charakterentwicklung der Kate Walker in a nutshell. Hello? Kate? Dan, I'm so pleased to hear your voice. How are you, honey? Did you have a good journey? Have you settled in? It was long, tiring, damp especially, but I'm okay. Especially when you... Everything going as planned? Yeah, I mean, well, not really. It's not exactly what I thought it would be. You know, everything's so different here. Hallo, Pizza Palast. Hallo, ich würde gerne eine Pizza bestellen. Bitte drauf. Nur mit Käse, Tomate, Champignons, Schinken, Schnecken und Zigarettenasche. Kommt die sofort. Okay, super, danke. Boah, bin ich jetzt tiefgründig. Das ist echt die komplette Art, Kates Charakter zu entwickeln. Sie telefoniert mit ihrem Freund, weil die einzige Möglichkeit, einem weiblichen Charakter Leben einzuhauchen, ja darin besteht, ihre Beziehung zu Männern zu thematisieren. Ein dämliches Hollywood-Phänomen, wie ich es hasse. Aber egal, das gehörte jetzt nicht hin.
Allerdings interessiert mich Kates Freund, Mann, Lebensabschnittsgefährte oder was auch immer genauso wenig wie der Rest der wenigen Figuren im Spiel. Hier kommt nämlich schon das nächste Problem. Die Schauplätze sind komplett leer, langweilig und leblos. Man könnte fast meinen, das Spiel spielt in Mecklenburg-Vorpommern. Sorry. Und das sorgt dafür, dass die Spielwelt auch komplett uninteressant ist. Was soll mich da fesseln, packen, motivieren, weiterzuspielen? Graue Welt mit wenig Leuten, wenig Dialog, der dann auch noch super zweckmäßig ist. Bleiben noch die Rätsel. Die sind ein Krampf. Schlüssel suchen, Anlegen einer Zettelwirtschaft, da fehlen mir die Kombinationsmöglichkeiten, ein volles Inventar. Ich will kreativ sein und Sachen probieren, will nicht nur einen Gegenstand von nahezu unsichtbarem Hotspot 1 zu unsichtbarem Hotspot 2 tragen, will meine Rätsel nicht durch Labern erledigen. Dem Anspruch eines erfahrenen Adventure-Spielers wird dieses Spiel ums Verrecken nicht gerecht. Und während ich alles andere verzeihen könnte, hier mache ich einfach keine Ausnahme. Fazit, echt jetzt Leute. Um zu verstehen, wieso so viele Leute Siberia wirklich so ein übermäßig gutes Adventure finden, da geht mir die Kreativität aus. Also ich habe die Klassiker gespielt, Simon the Sorcerer, Indiana Jones, Day of the Tentacle, Black Mirror, Floyd... Wie kann man allen Ernstes sowas wie Siberia da einreihen wollen? Point-and-Click-Adventures spiele ich normalerweise zusammen mit meiner Frau. Und wir haben schon einen Haufen Scheiße gespielt. Wir haben Nibiru durchgezockt, haben The Westerner besiegt, wir haben genüsslich Black Mirror 2 und 3 durchgezockt und haben uns nie über das Ende von Runaway 2 aufgeregt. Siberia ist bis dato das erste und einzige Point-and-Click-Adventure, bei dem wir tatsächlich in der Mitte gesagt haben, nee, so weit und keinen Schritt weiter. Mikroids, nach Postmortem, Still Life und Siberia habe ich leider kein Foto für euch. Seid mir bitte nicht böse, aber ich finde Siberia einfach so ein wahnsinnig schlechtes Spiel. Bitte erklärt mir, was daran so super toll sein soll. Was sehen alle Leute in diesem Spiel, was ich vielleicht übersehe? Bitte helft einem armen Reviewer dabei, dieses Mysterium zu lösen. Hashtag, was ist hässlich und trägt einen Hut? Hey!